Die Irrtümer des Dr. Markus Krall und der Grünen und deren Saugefährlichkeit versus Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und GWÖ, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future, allgemein Gemeinwohlwirtschaft oder Gemeinwohlwirtschaften. Ja, erstmal hier unten rechts an dem rundlichen Ding immer schneller drehen, auf zweifache Geschwindigkeit oder zwischen 2 und 1,5 sollten Sie meine Vorlesungen hören, weil ich sehr langsam spreche, weil ich sehr genau überlegen muss, was ich sage. Ja, die Irrtümer des Dr. Markus Krall und der Grünen und deren Saugefährlichkeit. Erst einmal der gemeinsame Irrtum der Grünen und von Dr. Markus Krall. Die Grünen haben sich immer noch für die soziale Marktwirtschaft und damit für den bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus entschieden, genauso wie Markus Krall. Und was ist der Grundfehler dieser Entscheidung gegenüber der Gemeinwohlwirtschaft? Die Gemeinwohlwirtschaft belohnt und lässt im Markt überleben nur noch Unternehmen, die unser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, und zwar der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, fördern. Die Gemeinwohlökonomie bezieht auch noch Lieferanten ein, das halte ich für problematisch. Aber gut, aber das Minimum ist, dass es immer darum geht, nur Unternehmungen, die uns Gutes tun, dürfen in der Wirtschaft überleben. Das ist Gemeinwohlwirtschaft sozusagen. Im Kapitalismus gilt die Formel eine ganz andere. Alles, was irgendwie an unser Geld rankommt, kann überleben. Egal, ob es unsere Gesundheit ruiniert, beschädigt, dazu die Umwelt beschädigt, alles vergiftet, uns vergiftet über indirekte, über Umweltvergiftung, dann uns wieder vergiftet und so weiter. Das spielt alles keine Rolle. In der sozialen Marktwirtschaft überlebt einfach alles, was nur irgendwie an unser Geld rankommt. Also auch alle Formen des Betruges, des Irrtums, der Täuschung und so weiter. Und das ist, macht die Irrtümer von Markus Krall und den Grünen so extrem gefährlich. Und eines der Hauptmerkmale dessen ist das Nichterkennen der entscheidenden Zusammenhänge. Ich zeige das mal hier auf. Ja, und wie gesagt, die Partei des Gemeinwohls und der Gemeinwohlwirtschaft sozusagen, das ist die, tippen Sie das ein oder so, oder das ist auf jeden Fall die einzige sinnvolle Lösung. So, dann schauen wir mal. Nachdem wir also die Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre sorgfältigst erforscht haben und besonders die Evolution der letzten 13,8 Millionen Jahren, als es darum ging, immer menschenähnlicher zu werden sozusagen, bis hier, hier sind wir jetzt gerade, schon leicht degeneriert genetisch. Ja, und welche Erkenntnis ist entscheidend? Entscheidend ist, dass der Kapitalismus, also beschönigend soziale Marktwirtschaft genannt, aus lauter einzelnen Sparten besteht, die alle erstmal nur ein Ziel haben, letztendlich an ihr Geld ranzukommen, liebe Wählerinnen, an unser aller Geld ranzukommen. Wir interessieren also nicht, was aus uns wird, interessiert nicht. Es interessiert nur, dass der Geldfluss immer weitergeht. Ja?
Und die gefährlichsten Sparten, hatte ich schon erklärt, sind die Sozialsparten. Hier haben wir einmal die Weltsozialsparten. Das sind die NGOs, aus meiner Sicht die gefährlichsten Sparten überhaupt. Weil tatsächlich das unser Ergebnis ja ist, dass im Kapitalismus läuft alles darauf hinaus, dass genau das gefördert wird, ohne dass es bewusst ist, was angeblich gelöst werden soll. Also zum Beispiel eine NGO, die angeblich den Welthunger lösen will, das Problem des Welthungers lösen will, dürfte in seiner Auswirkung faktisch den Welthunger fördern über bestimmte vorteilbringende Irrtümer, die sie hinausposaunen, lenken sie quasi die Weltbevölkerung zu einem Verhalten, das den Welthunger vergrößert. Dadurch fließen dann die Spendengelder an die Welthungerorganisationen, NGOs, und die Geschäftsführer können sich besser bereichern an diesen Spendengeldern. Und dieses kapitalistische Geschäftsmodell ist also Teil der Sozialsparten, das sind die Weltsozialsparten, die NGOs. Und uns die Sozialsparten, also die sind dafür zuständig, bei uns zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und so weiter zu reduzieren. Das ist das die bewusste Deckillusion sozusagen. Dazu seien sie da, aber ihr tatsächliches Wirken wirkt darauf hin, dass die Zahl der Arbeitslosen, Obdachlosen, Sozialfälle vergrößert wird, auf das die Mitarbeiter in den Sozialbereichen, Sozialsparten mehr verdienen, die Arbeitsmitarbeiter größere Karrierechancen haben, Aufstiegschancen haben in ständig wachsenden Bürokratien und so weiter. Und für diese Paradoxien haben weder die Grünen noch Markus Krall auch nur das geringste Gefühl. Ja? Und dass eben hier die nächstgefährlichste Sparte ist wahrscheinlich die Nahrungssparte. Und dann die Gesundheitssparten, ja. Also die Nahrungssparten behaupten oder erleben bewusst, sie wollten uns gesund ernähren. Faktisch geschieht im Kapitalismus das Gegenteil. Sie entwickeln sich darauf hin, uns immer stärker esssüchtig umzuformen, weil wir dann mehr kaufen. Und aus Gründen des Preiswettbewerbs ernähren sie uns immer mehr mit billigen Rohstoffen und Zutaten, die leider gesundheitsschädlich sind. Je billiger, desto gesundheitsschädlicher. Also je billiger eine Art Zucker ist, desto gesundheitsschädlicher ist sie. Das Allerbilligste sind, glaube ich, Süßstoffe und die sind dann noch gesundheitsschädlicher. Ja? Und so wirkt die kapitalistische Nahrungsindustrie darauf hin, uns erstens immer esssüchtiger zu machen und zweitens immer kränker zu machen. Darüber freut sich auf nicht bewussten Ebenen, also ohne dass es jemandem bewusst ist, profitiert natürlich, also man kann sagen, es freut sich niemand, aber ohne dass es irgendjemand bewusst ist, ist quasi die Nahrungsindustrie einer der größten Zubringer zur Gesundheitsindustrie, die vorgibt, Gesundheit zu fördern, aber faktisch Krankheit fördert in der Gesellschaft, ohne dass es ihr bewusst ist, durch viele vorteilbringende Irrtümer. Und letztendlich ein ganzes Sammelsurium von krankheitsvergrößernden und verlängernden Maßnahmen im Gepäck hat. Und so, das ist nicht bewusst. Und Dr. Markus Krall und die Grünen erkennen beide zusammen nicht, das ist
im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, in der freien Marktwirtschaft immer eine Interaktion gibt, auch verschiedener Sparten. Hier haben wir zum Beispiel die journalistischen Sparten oder Mediensparten, die auch brandgefährlich sind. Aber die werden erst brandgefährlich durch die Interaktion, zum Beispiel mit der Nahrungssparte. Ja? Und deswegen werde ich das jetzt mal kurz zeigen. Zum Beispiel hier. Wie sieht diese Interaktion aus? Zum Beispiel bei den Grünen ganz gefährlich. Ich war ganz entsetzt, als ich Habeck hörte, der letztendlich eine Politik angekündigt hat der Grünen, die darauf hinausläuft, die Armee der Sozialfälle, also der Kunden der Sozialsparten extrem zu vergrößern. Also es steht zu vermuten, dass einfach in der Partei der Grünen sehr viele Mitglieder, also Leute Mitglied sind, die auch in den Sozialsparten arbeiten oder dort ihre Herkunft haben, entsprechend die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten im Kopf haben, also politische Vorstellungen haben, dass die Zahl der Arbeitslosen, Obdachlosen, Sozialfälle sozusagen zu vergrößern neigen. Und genau dieser hat Habeck wiedergegeben, so dass ich also sozusagen die Grünen-Politik läuft darauf hinaus, eine neue Armee an Sozialfällen im Lande zu erzeugen und damit dieses Land wirklich endgültig zu zerstören. Ja, genauso. Ja, und wie laufen solche Interaktionen? Es läuft immer so, dass hier ist immer eine Sparte, wie zum Beispiel Frühhändler und Frühärzte, ja, zum Beispiel eine Sparte. Man kann auch sagen Frühsozialspartler, ja, und Frühhändler und Frühärzte. Und die sind noch in der Wahrheit. Aber dann ab der Erfindung spätestens des Ferntauschhandels, also eigentlich ab der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung wird's gefährlich. Und ab der Erfindung des Ferntauschhandels dürfte es dann brandgefährlich geworden sein in unserer Evolution. Also Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung, das dürfte irgendwann nach der Zeit vor 400.000 Jahren begonnen haben. Und der Ferntauschhandel wurde wohl allerspätestens vor 140.000 Jahren erfunden. Und da stellt sich dann plötzlich mit einem Schlag, das müssen Sie sich so vorstellen, als würde Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie gerade wieder mal schnell einen Kopfstand machen. Innerhalb von we wenigen Sekunden stand die Welt Kopf. Und sie steht immer noch Kopf. Und wir müssten sie wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Aber im Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft steht die Welt Kopf. Und zwar von einer Sekunde auf die andere. Nach dieser Erfindung hat sich die gesamte Dynamik der Evolution umgedreht, sozusagen. Nämlich jetzt plötzlich zeigte es sich, dass die Wahrheiten für die Frühhändler, Frühärzte und Frühsozialspartler, Frühsozialspartler, die natürlich erst viel später kamen, haben sich Wahrheiten überhaupt nicht gerechnet. Die haben nicht zur Vergrößerung ihres wirtschaftlichen Geld, später geldmäßigen Erfolges. Geld wurde ja erst, die Erfindung des Geldes beginnt ja erst vor circa 40.000 Jahren ungefähr. Und das heißt, Wahrheiten waren plötzlich völlig neue Situationen, die vorher Wahrheiten, die nützlich waren und so weiter, erweisen sich plötzlich als wirtschaftlich ruinös und Irrtümer bringen plötzlich Profite. Ja, also sozusagen, wenn durch Interaktion zum Beispiel jetzt ein Früharzt und ein Frühhändler interagieren mit einem Vorläufer der Journalistensparten, einem Märchenerzähler, oder selber die Rolle des Märchenerzählers innehaben. Stellen Sie sich einen Frühhändler vor, der zugleich auch Geschichtenerzähler ist. Und
damit eine Art Journalist, auch eine Art Nachrichtenerzähler, nur dass er es bei der Realität seiner Nachrichten nicht so genau nimmt, sondern sich auch aus allen möglichen Geschichten speist und fantasierten Geschichten und erfundenen Geschichten und so weiter speist. Alles menschliche Fähigkeiten, die so ab der Zeit vor 400.000 Jahren auch genetisch möglich geworden waren und auch aufgekommen waren. Ja, in dem Moment, wenn er also durch Irrtümer der Frühhändler mit seiner journalistischen Seite oder mit einem Partner, einem Frühjournalisten sozusagen zusammen, bestimmte Informationen verbreitet hat, die unwahr waren, also Irrtümer waren, die aber zum Beispiel den Menschen ihre natürlichsten Glücksquellen weggeredet haben. Ein Standardbeispiel ist ja, dass der Mensch das einzige Lebewesen ja ist, bei dem eben durch die Frühhändler und Frühjournalisten und so weiter, der natürliche Kontakt zu seinem Liebesleben zerstört wurde und das Liebesleben drastisch unterdrückt wurde und tabuisiert wurde, schlecht gemacht wurde, als schmutzig hingestellt wurde. Frauen, die liebeslustig sind, werden als Schlampen beleidigt und beschimpft und an den Pranger gestellt, wurden als Hexen verbrannt und, und. Also das war sogar für Frauen also richtig extrem lebensgefährlich, liebeslustig zu sein und aufzutreten. Und ja, also das heißt also, und wenn jetzt also sozusagen die größte Glücksquelle, es gibt noch viele andere natürliche Lustquellen, die es ja auch noch gibt, singen, tanzen, musizieren, was auch immer, es gibt viele natürliche Lustquellen. Aber am stärksten tabuisiert von allen ist sicherlich der körperliche Kontakt, das Liebesglück sozusagen. Und je mehr uns das weggeredet wurde und je mehr wir also Richtung einsamer, kaufsüchtiger, konsumsüchtiger Single hin manipuliert wurden, desto mehr konnten die Frühhändler verkaufen, weil wir dann nämlich auch immer mehr esssüchtig wurden und so weiter, ja? Nimm einem Lebewesen seine natürlichen Glücksquellen weg und es fängt an, süchtig zu werden, ja? Also Suchterzeugung ist das Wesen der Marktwirtschaft, ja? Im Gegensatz zur Gemeinwohlwirtschaft, ja? Dort wäre dann Suchtverhinderung das, was belohnt wird, ja? Das heißt also, der Irrtumsträger, hier der Wahrheitsträger, stirbt nach und nach aus, nach ein paar Generationen. Der Irrtumsträger kann hier, bekommt ein leibliches Kind, weil er erfolgreich Geschäfte betreiben kann als Händler und findet einen Azubi, also einen Studenten, der seine Art an Irrtümer zu verbreiten lernt und dieses Geschäftsmodell erwirbt. Mit Irrtümern, mit vorteilbringenden Irrtümern und oder auch lernt, dass man mit den anderen Sparten, zum Beispiel mit der Journalistensparte, der Mediensparte, den Frühjournalisten, den Märchenerzählern, Sagenerzählern und so weiter, dass man mit all diesen zusammenarbeitet. Heute machen wir das über Werbespots. Über Werbespots bezahlen wir quasi die heutigen Journalisten und Mediensparten und bezahlen sie. Und dann findet nämlich eine Interaktion statt. Und das ist das Entscheidende, was die Irrtümer von den Grünen und von Dr. Krall so saugefährlich macht, dass sie diese Interaktion nicht sehen, nämlich dass jetzt die Evolution des Journalismus und der Medien sich verändert. Und der Märchenerzähler, ja? Nämlich dass jetzt diese dann neue Evolutionsbedingungen haben. Denn wenn wir jetzt hier mal einen Frühjournalisten sehen, in seiner Interaktion mit den Frühärzten, Frühhändlern, Frühsozialspartlern und so weiter.
Und wenn wir jetzt nur mal den Frühjournalisten hier sehen, dann kann der, dann kann hier ein Frühjournalist, wenn er in der wahrheitsgemäße Berichte liefert, dann wird er immer kollidieren, indem er nämlich dann sagt hier, mit seinen Wahrheiten immer wieder sagt, ja, also das, was die Frühhändler da mittlerweile so an Kunstnahrung so entwickeln, heutzutage zu viel Zucker, zu viel Fette, zu viel Salz, zu viel ungesunde Stoffe, lauter billige Zutaten, die krank machen und so weiter, da sagt ja der wahrheitsorientierte Frühjournalist ständig, naja, also die Produkte dieser Frühhändler sind alle mit Vorsicht zu genießen. Die haben schon die ersten Ansätze der krankheitsförderlichen Dinge in sich. Und solche Frühjournalisten kriegen natürlich keine Gelder von den Frühhändlern im Sinne von Werbespots oder Bezahlungen für ihr Mitreisen als Märchenerzähler. Und sterben deswegen aus, weil sie sozusagen null Erfolg haben, müssen ihren Beruf aufgeben sozusagen. Mindestens das Sterben als Frühjournalisten aus. Während der Frühjournalist, der jetzt sozusagen immer mehr sozusagen selbst die gleichen Überzeugungen wie seine Werbekunden entwickelt, nämlich seine Auftraggeber oder die ihn buchen als Märchenerzähler und mitnehmen auf ihre Händlerreisen und so weiter, ja, für ihre Kunst des manipulativen Irrtumsgeschichtenserzählens, ja, dann ist dieser, ja, Frühjournalist genau dann erfolgreich, kann hier ein leibliches Kind ernähren, irgendwann drei leibliche Enkel, vier leibliche Urenkel, fünf leibliche Ururenkel und so weiter, bis das Ganze zu einem Medienimperium vielleicht heranwächst, sozusagen, ja. Und hier sind seine Studenten und Azubis und so weiter und dann hier das Journalismusstudium an der Universität und dann explodieren die alle die und am Ende ist es so, dass hier in der Ausbildung der Journalisten quasi eigentlich lauter Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer, also eigentlich Ideologien gelehrt werden, die kompatibel sind mit dem, was die an den vorteilbringenden Irrtümern sind, die Profite der Händler größer machen, sozusagen. Und dadurch sozusagen zerstört diese Interaktion, für die Dr. Markus Krall null Bewusstsein hat. Das gibt's für ihn gar nicht. Es gibt diese Interaktion. Es gibt also für Dr. Markus Krall eigentlich keine Werbespots. Und wenn es ihn diese Werbespots gibt, dann entsteht daraus keine Beeinflussung des Evolutionsprozesses der Medien und der Journalisten. Also spätestens da steigt er dann aus und sagt, nein, es gibt überhaupt keine Interaktion zwischen den Werbespots und der Evolution der Denkinhalte der Journalisten. Da gibt es keinerlei Interaktion und keinerlei Beeinflussung. Und deswegen ist die Marktwirtschaft ungefährlich. Das ist dieser saugefährliche Irrtum von Dr. Markus Krall und auch den Grünen, ja, die ja früher mal marktwirtschaftskritisch waren, ja, aber hier mittlerweile marktwirtschaftshörig geworden sind, ja. Auch das ist wahrscheinlich wieder eine Interaktion, ja, also eine Partei. Gucken wir es uns mal an. Hier haben wir also Frühpartei, wann auch immer das war. Das spielt keine Rolle, wann in der Evolution, wann was zum ersten Mal kommt. Hauptsache, gibt noch genügend Zeit, damit sich etwas evoluieren kann, also entwickeln kann. Schluck Wasser und bitte schneller drehen auf 2,0. Also wenn wir hier die erste Frühpartei haben, die vielleicht noch in der Wahrheit war,
dann ist die wie ausgestorben oder der Frühpolitiker ausgestorben, weil er mit seinen Wahrheiten immer wieder kollidiert ist mit den großen Konzernen, weil er die immer wieder kritisieren muss und immer deren Schädlichkeit aufdecken muss, der Frühhändler mit ihrer krankmachenden Billignahrung und so weiter, oder die immer wieder enttarnen muss, dass die Frühärzte eher Krankheit fördern, um möglichst viel Geld aus der Bevölkerung rauszuholen und so weiter. Und die so eine Art Politiker, ja, stirbt eben aus, weil der Politiker, der sozusagen sagt, nein, die Frühhändler sind Engel, alles ist gesund, was sie liefern, die Landwirtschaftsindustrie, das sind ganz, das ist alles kerngesund und das bisschen Glyphosat und die bisschen Pestizide, das ist alles harmlos, alles gar nicht schlimm und auch, ja, und ja, das Gesundheitswesen, das sind Engel, das sind engelsgleiche Wesen, denen es nur um die Erzeugung von Gesundheit und damit um die Abschaffung ihrer selbst geht, weil wenn wir alle gesund sind, brauchen wir ja überhaupt keine Medikamente mehr und gar keine Medizin mehr, und darum geht's aber trotzdem der Medizin und der Pharmaindustrie. Ja, also solche unrealistischen, also ein Politiker, der solche Irrtümer im Kopf hat, und dann den Zentralirrtum des Politikers von heute im Kopf hat, dass Lobbyisten von Konzernen wertvolle Informationsquellen für politische Entscheidungen seien, dieser Zentralirrtum, dieser erweist sich als vorteilbringend, weil man dann gibt es nämlich viele Vergünstigungen und Geschenke und was Spenden und was auch immer von Seiten der Konzerne und der Lobbyisten und so weiter. Und dann ist so jemand sehr erfolgreich, kann wieder hier viele Enkelkinder und Urenkelkinder ernähren. Und dann entsteht daraus vielleicht sogar eine ganze Politikerfamilie sozusagen oder Dynastie, ne? Und dann hier sind die Studenten und so weiter, hier wird dann Politik studiert und dann werden dort die gleichen vorteilbringenden Irrtümer, wie sie die erfolgreichen Politiker haben, dann gelehrt und so weiter. Und dann, ja, und dann ist plötzlich der Politiker sozusagen, wird zum Partner der Händler. Und der Händler und Ärzte und so weiter, also aller derer, wo viel Geld verdient wird, sozusagen. Ja? Und diese Irrtümer sind natürlich saugefährlich, weil sie unser aller Leben zerstört haben. Die haben es ja auch schon geschafft, die halbe Erde zu zerstören, so ungefähr. Und ja, und die Lösung ist einfach, letztendlich Gemeinwohlwirtschaft, egal welche Varianten. Es geht immer darum, dass ich anfangen muss, für Gutes tun zu belohnen. Das heißt, ich muss die Träger von Wahrheiten, die ja aufgrund ihrer Wahrheiten Gutes für uns Menschen tun, die müssen hier hingerückt werden, indem sie belohnt werden mit finanziellen Vorteilen, sonstigen Vorteilen. Alle Vorteile müssen also gekoppelt werden an das nützliche, wahrheitsorientierte. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man eine neue Wahlstimme einführt, die sogenannte Wohlfühlstimme, so dass dann also nur, wenn ein Politiker, ein Sozialspartler, ein Gesundheitsspartler, ein Nahrungsspartler, ein Frühhändler, ein Früharzt, wenn er unser Wohlfühlen messbar und bewiesenermaßen verbessert, gibt es weitere Karriere und Belohnung und damit auch Kinder und Nachwuchs und so weiter. Wenn er uns also mit dann in Zukunft vorteilbringenden Wahrheiten nicht Gutes tut, sondern weiter bei seinen ehemals vorteilbringenden Irrtümern bleibt. Wer bei seinen früher vorteilbringenden Irrtümern starr bleibt, der rückt dann in die Aussterbensposition, weil er null Belohnungen bekommt. Und die mit den jetzt vorteilbringenden Wahrheiten,
Wir haben also quasi den Kopfstand beendet, stellen die Menschheit wieder vom Kopf auf die Füße und plötzlich werden wieder Wahrheiten, wie gesagt, die Quelle des Erfolges und werden Wahrheiten werden von vorher nachteilbringenden Wahrheiten, werden jetzt die Wahrheiten wieder zu vorteilbringenden Wahrheiten und die Wahrheiten eliminieren ganz schnell überall auf der Welt die vorteilbringenden Irrtümer. Zum Beispiel werden alle sagen, ja Leute, wir müssen das Liebesleben wieder befreien, wir müssen diese kapitalistische Verklemmtheit aufgeben, denn wenn die Menschen von Luft und Liebe leben, dann brauchen sie weniger Konsum und werden weniger krank und werden weniger esssüchtig und so weiter und werden gesünder und glücklicher leben können. Dann geben sie bessere Wohlfühlstimmen ab und dann mache ich mehr Karriere. Jeder, der dann hier mit seinen dann vorteilbringenden Wahrheiten wirkt. Und genau dieses ist dieser saugefährliche Irrtum, dass die Grünen und Dr. Krall nicht sehen, dass wir sofort die bösartige soziale Marktwirtschaft beenden müssen und durch Gemeinwohlwirtschaft ersetzen müssen, in der eben dann tatsächlich es überhaupt gar keine Interaktion mehr geben kann zwischen Journalismus und weil die Journalisten ja dann auch nur noch für ihre Wahrheiten belohnt werden, denn nur noch, es werden dann alle Medien miteinander verglichen, die einen schauen eher, zum Beispiel die typischen Tagesschau-Schauer werden verglichen mit den typischen Heute-Schauern und mit den typischen Bild-Zeitungslesern. Das heißt, da wird, es gibt die, der Mensch verwendet ja jeden Tag nur eine bestimmte Zeiteinheit auf, zum Beispiel auf, zur Informationsaufnahme von Journalisten. Und der eine hat seinen Schwerpunkt bei Tagesschau, der andere bei Heute, der andere bei der Bildzeitung, der andere bei dem, der andere bei dem und bei der, ja, und dann guckt man einfach, wie sich die Wohlfühlstimmen dieser Gruppen voneinander auseinanderentwickeln. Die werden sich auf jeden Fall auseinanderentwickeln. Also die und dann werden die Journalisten versuchen, mit immer noch wichtigeren Wahrheiten sozusagen immer nützlicher zu sein für ihre Zuschauer und deren Leben durch Wahrheiten immer mehr zu verbessern, durch wahrhaftige Tipps und Ratschläge, Informationen und so weiter. Und dadurch werden die Wohlfühlstimmen, es können aber auch die, zum Beispiel das Verhältnis der Gesundheitsaufwand-Erwartungskurven zu den tatsächlichen Gesundheitsaufwand sozusagen, kann gemessen werden. Wir können also zusätzlich zu einer Wohlfühlstimme, kann man noch alle möglichen anderen Daten erheben, mindestens mal, wie gesagt, das Verhältnis zwischen tatsächlichem Gesundheitsaufwand und Gesundheitsaufwand-Erwartungskurven. Ja, in der Wohlfühlstimme drin ist ja auch schon die Langlebigkeitsmessung, denn die Wohlfühlstimme ist, wenn wir also vor einem bestimmten Alter sterben, dann wechselt unsere Wohlfühlstimme automatisch computergetrieben auf die Zahl 7, also auf die schlechtmöglichste. Also wir haben ja in der Wohlfühlstimme, gehen wir alle aus von der 3 bis 4, also befriedigend bis ausreichend, da fangen wir an, 3 bis 4, und haben dann einen Spielraum in winzigsten Schritten runterzugehen bis auf 6 minus und 1 plus. Da ist der Spielraum sozusagen. Also wenn wir spüren, es geht uns jetzt ein Tick, zum Beispiel ich spüre gerade, dass es mir jetzt gerade seit 3 Wochen einen Tick schlechter geht als vor 3 Wochen. Das ist auch, ist so. Jetzt würde ich sozusagen jetzt gerade dem Bundeswahlleiter übermitteln, mal schnell am Computer oder an einem kleinen Terminal in der Bank oder neben, also oder vielleicht sogar an dem Bankautomaten selber oder im Supermarkt oder im Restaurant. Überall wird so kleine Terminals, würde es geben. Und dann übermittle ich in 3 Minuten mal eben schnell, dass meine Wohlfühlstimme jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten das gerade neu eingeführt, also meine Wohlfühlstimme wäre standardmäßig auf 3 bis 4 gesetzt, dann würde ich jetzt einen Schritt Verschlechterung mitteilen, das heißt, die Wohlfühlstimme würde automatisch springen von
3 bis 4 auf 4 plus. Ja, und wenn ich jetzt aber ein typischer Zuschauer wäre von heute Sendungen, ja, zum Beispiel, und es vielen Konsumenten der heute Sendung so geht, dass sie Verschlechterungen melden, weil eben die Journalisten der Heute-Sendung weiterhin viele Unwahrheiten berichtet haben, die unser Leben beschädigt haben und eben mit dazu beitragen, dass irgendwie die Menschen sich schlechter fühlen, mit beitragen. Nicht, das, natürlich ist nicht die Heute-Sendung der einzige Beitrag, der jetzt meine Wohlfühlstimme verschlechtert hat, sondern einer von vielen Beiträgen. Aber da wir all die Millionen Menschen untersuchen als Gruppe, die typischerweise ihre Informationen von heute beziehen, im Vergleich zu den Millionen, die vorrangig ihre Informationen von der Tagesschau beziehen und die anderen, die vorrangig ihre Informationen von der Bildzeitung beziehen, dann sieht man, aha, dann ist nämlich der einzige Faktor, der diese drei Gruppen voneinander unterscheidet, ist, dass sie ein anderes Informationsmedium nutzen. Und dann dadurch misst man nur den Effekt dieses dieses Unterschiedes in den Informationsmedien alleine. Und alle anderen Effekte sind egal, weil die bei Millionen von Menschen sowieso sich ausgleichen. Also alle anderen Effekte nivellieren sich, bilden so einen Durchschnittsbrei sozusagen und sind unwichtig. Und diese Untersuchung des Bundeswahlleiters in dem Falle, errechnet dann ganz klar raus, aha, das ZDF rückt in der Rangliste ganz nach unten, weil offensichtlich da viele unwahre oder schädliche Informationen für das Leben der Menschen gegeben werden. Und deswegen die Schauer von ZDF typischerweise mit der Zeit nach und nach schrittweise schlechtere Wohlfühlstimmen abgeben. Während zum Beispiel die Tagesschau, typischen Tagesschau-Zuschauer, zum Beispiel in der Rangliste ganz oben platziert werden, weil dort die Journalisten sich so schnell umgestellt haben und nur noch Wahrheiten liefern und nur noch nützliche Aufklärungen und Wahrheiten liefern, die unser Leben, die das Leben der Tagesschau-Fans positiv beeinflussen und weswegen dann typischerweise diese Millionen von Menschen im Durchschnitt ein ganz bisschen bessere Wohlfühlstimmen abgeben als die typischen Heute-Zuschauer, ja? Und dadurch werden nach und nach immer mehr Menschen, die werden sich dieses Ergebnis ständig anschauen. Die Tagesschau wird das ständig senden. Alle Sender werden jeden Tag wird der neueste Stand kurz im Überblick oder jede Woche berichtet vom Bundeswahlleiter, wie die verschiedenen Auswertungen für die verschiedenen Sparten sind und auch für den Journalismus sind und so weiter. Und so erfährt dann jeder Mensch kann jederzeit nachschlagen im Internet, wie sozusagen, was zurzeit das nützlichste Medium ist, und dann wird er erfahren, die Tagesschau ist im Moment Ranglistenerster, und dann wird er sich umstellen und wird in Zukunft kein Heute mehr schauen, sondern nur noch Tagesschau. Und dann geht Heute pleite, nach und nach, ZDF geht nach und nach pleite, und ARD bleibt übrig in dem Falle, ja, oder so, ja. Und so entwickeln sich dann die Dinge so, dass also nur das, was dem Gemeinwohl nutzt, bleibt übrig. Und derjenige, der wie bisher weiterhin dem Gemeinwohl schadet, geht kaputt und stirbt aus. Und so soll es doch auch sein, liebe Wählerinnen, dass endlich alles Gebaren in der Gesellschaft, das Ihnen, liebe Wählerinnen, schadet, Ihre Gesundheit beschädigt, Ihre Langlebigkeit beschädigt und Ihr Wohlfühlen beschädigt. Ja, und das soll doch auch aussterben und pleite gehen, oder? Wie wollen Sie es? Also ich will, dass es genau so ist, dass es ausstirbt. Und von daher, ja,
Und die Sozialsparten, jetzt nochmal zu Robert Habeck zurück. Also, das heißt, wir haben im Moment einen riesigen antikooperativen Anteil aufgrund besonders der vorteilbringenden Irrtümer in der Gesellschaft. Und den wollen wir quasi durch gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, will ja diese Partei hier, die kompetente.bibworld.de, die will ja letztendlich das alles, und die beraten wir ja. Wir sind ja einer der Dauerberater dieser Partei. Und die will sozusagen den antikooperativen Anteil nahe Null bringen und damit den kooperativen Anteil hochfahren von jetzt wahrscheinlich nur 8% auf möglichst 98% des gesellschaftlichen Geschehens, ne? Und damit würden dann die Sparten alle nützlich werden statt schädlich, wie bisher, ne? Und ja, und jetzt zum Beispiel, man könnte bei der Steuerung der Gemeinwohlwirtschaft, da sind wir der Meinung, dass die Gemeinwohlbilanz der Gemeinwohlökonomie ja noch ein jugendlicher Irrweg ist, ja, aber kann man drüber diskutieren, muss man drüber diskutieren, also ständige Diskussion mit Gemeinwohlökonomie ist sinnvoll, nach Christian Felber. Und aber wir neigen halt hin als zu der Gemeinwohlwirtschaftsform, die wir GWO nennen, also gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future. Ja, und dann haben wir eben, wie gesagt, die Wohlfühlnotenwahlstimme, also kurz Wohlfühlstimme. Und haben die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve, die verglichen werden kann mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand. Da sieht man also ja, und wenn man die Auswirkung von Behörden misst, dann misst man Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand nimmt man noch dazu. Denn von der Behörde erwarten wir ja auch, dass sie uns auch helfen, dass in der Gesellschaft mehr Wohlstand entsteht und nicht Wohlstand vernichten, ja, als Behörde, ja. Zum Beispiel ein Arbeitsamtmitarbeiter, der zum Beispiel die Zahl der Arbeitslosen vergrößert, damit er selber mehr Karriere machen kann, in einer sich aufblähenden Bürokratie, der also der Gesellschaft schadet und damit unseren Wohlstand beschädigt, der wird eben nicht mehr belohnt, sondern geht pleite, weil er keine Verdienstzuschüsse mehr bekommt, ne? Ja, das heißt also, ja, wir haben also verschiedene Möglichkeiten, in Systemen zu lenken. Zum Beispiel das Bildungssystem lenkt man am besten über Steuer- und Abgabenleistung und so weiter. Und das, jetzt nochmal zu dem, was die Sozialsparten, den größten vorteilbringenden Irrtum, den uns die Sozialsparten in die Köpfe hineingeblasen haben, also die größte Manipulation, die von den Sozialsparten in nicht bewusster Weise ausgesendet wird, ständig in unsere Köpfe hinein. Alle Menschen seien gleich, alle Kinder, alle Neugeborenen seien gleichermaßen Genies und so weiter. Obwohl die naturwissenschaftliche Wahrheit längst bewiesen ist, dass es kleine und große Menschen gibt, dass es dumme und kluge Menschen gibt, dass es dunkle Haare und helle Haare gibt und dies und das, also Unterschiede noch und noch, alles sind lauter Unterschiede, weil die Evolution ein aktiver Ungleichheitserzeuger ist, aus gutem Grunde. Mutation und Selektion. Schluck Wasser. Aber wieso kommt es zu solch einem vorteilbringenden Irrtum? Wo ist der Vorteil für die Sozialspartler? Ja, indem wir haben die ganze Gesellschaft durch die Sozialspartler umgebaut, dass wir hier Massenzustrom an Kindern im nicht arbeitsfähigen Bereich haben und bekommen.
und eigentlich von unseren fähigsten Frauen fast gar keine Kinder mehr bekommen. Das führt dazu, dass hier ein ständig wachsender Nachwuchs entsteht, von dem die Sozialsparten leben, von der Verwaltung der Sozialfälle in der Gesellschaft, ja? Obdachlose, Arbeitslose und, ja? Drogensüchtige und was weiß ich, Alkoholsüchtige, die daraus erwachsen und so weiter, ja? Und das führt dazu, dass durchschnittlich auch die Intelligenz und berufliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft drastisch in Richtung Arbeitsunfähigkeit verschoben wurde und damit dann die Gesellschaft wirtschaftlich ruiniert wird, weil wenn Sie hier den Nachwuchs wegnehmen, bei den sehr Fähigen, den Arbeitsplätze schaffen zum Beispiel auch, hier den Nachwuchs wegnehmen, dann bleiben am Ende nur noch Sozialfälle übrig und Sozialspartler. Dann ist natürlich der Staat endgültig ruiniert, weil niemand mehr etwas produziert, ne? Und niemand mehr irgendwas macht, Nützliches herstellt, weil die einen verwalten nur noch die anderen, die arbeitsunfähig sind und Sozialfälle sind, ne? Und da hat Habeck Äußerungen gemacht, hören Sie sich mal an, was er so alles gesagt hat. Das geht genau in die Richtung Maximierung von Sozialfällen in der Gesellschaft in der Zukunft. Und das heißt, die Grünen sind auf ihre Weise vielleicht sogar noch gefährlicher als Dr. Markus Krall, aber sozusagen eigentlich sind Grüne und Dr. Markus Krall zusammen total saugefährlich, weil sie dieses Spiel dieser bösartigen, patriarchal-kapitalistischen, sozialen Marktwirtschaft, angeblich sozialen Marktwirtschaft, die das grundsätzlich Unsozialeste ist, was man sich vorstellen kann, weil sie eben unser aller Leben zerstören muss, weil es einfach sozusagen Geld zu verdienen nur gibt in diesem System durch Irrtümer, mit denen man sich an der Gesamtgesellschaft bereichert. Also jede Sparte ist quasi in der sozialen Marktwirtschaft gezwungen, dass sich in ihr hoffentlich immer möglichst viele Irrtümer entwickeln, die sich als vorteilbringend erweisen, indem sie es ermöglichen, dass man aus der Gesamtgesellschaft möglichst viel Profit herausrauben kann und herausbeißen und herausfressen kann, aus dem gesamten Kuchen sich ein möglichst großes Stück herausbeißen kann und die eigene Sparte sich aufbläht und immer größer wird. Ja? Das ist das Wesen der sozialen Marktwirtschaft, also der Wesenskern der sozialen Marktwirtschaft ist, dass sie unsozial ist. Ja? Und das ist wieder das, was ich ganz am Anfang gesagt habe im Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, sie behauptet, sie sei sozial, aber sie ist das Unsozialste, was es in der Welt geben kann. Ne? Und ja, und bei der Gemeinwohlwirtschaft geht es darum, eben Gutes tun, soziales Tun zu belohnen. Das ist echte linke, bodenständige Politik. Also echte linke Politik beginnt erst bei der Aussage: Wir können über alles diskutieren, aber nur noch über Gemeinwohlwirtschaftsformen, nur noch über Gemeinwohlwirtschaften. Ja? Aber alles andere, wenn man darüber braucht man nicht mehr diskutieren, weil das ist alles unsozial und ist keine linke Politik. Ja, ja und wie gesagt, und jetzt muss man dann halt nur noch diese Diskussion führen. Hat die GWÖ die besseren Techniken, die GWO die besseren Techniken oder gibt es noch andere Formen des Gemeinwohlwirtschaftens, die noch bessere Techniken haben, das zu realisieren, was wir jetzt so als Ideale skizziert haben, nämlich Gutes tun zu belohnen durch starke positive Anreize. Ja, ja dann schauen wir doch mal. Ja, dann haben wir hier noch sowas zum Thema.
die Basis. Leider macht mir ja große Sorgen. Ich war ja in zwei Talkshows zuletzt mit einmal bei einem Stadtverband der Basispartei und dann auch mit einem Professor der Basis in einer Talkshow von einem Basismitglied, also ein einfaches Mitglied, nur keine Abteilung der Partei, sondern nur ein einfaches Mitglied. Und wir haben uns alle so ein bisschen berauschen lassen von der Idee, dass es so einfach sei mit der Basisdemokratie und dem Volksentscheiden und so weiter, dass das alles so beglückend und so sei. Und jetzt nur noch mal ein paar, wir sind da mittlerweile sehr nachdenklich geworden, weswegen wir jetzt auch diese Partei beraten, die im Moment jetzt mal eben die Volksentscheide nicht so ganz weit nach vorne stellt, sozusagen. Jetzt mal so die Frage: Wie kommen wir auf die Idee, dass, wenn die Leute sich 10 Stunden in die inhaltliche Thematik des jeweiligen Volksentscheids beziehungsweise basisdemokratischen Themenprozesses eingearbeitet haben, dass sie dann wirklich ein objektives Bild erarbeitet hätten? Ist denn nicht so, dass die ganze Gesellschaft voll ist von den vorteilbringenden Irrtümern all dieser verschiedenen Sparten und hier lauter vorteilbringende Irrtümer rumschwirren in der Gesamtgesellschaft, dass die Leute sich vielleicht sowas wie ein realistisches Bild gar nicht erarbeiten können? Und dann würde doch auch der Volksentscheid eigentlich immer nur fragwürdige Ergebnisse bringen können. Ja? Oder das basisdemokratische Konsensieren. Ja? Und da ist der entscheidende Punkt, dass dieses Konzept der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme umgeht diese Einarbeitungsproblematik, die hat ja auch ein Problem. Also wir sind ja an sich eine arbeitsteilige Gesellschaft, ja. Und Volksentscheide und basisdemokratisches Konsensieren bedeutet ja, dass eigentlich wir die Arbeitsteilung beenden. Wir haben keine spezialisierten Politiker, die sich den ganzen Tag mit den inhaltlichen Fragen rumschlagen, sondern wir haben sozusagen Wir machen aus jedem Bürger, jedem Wähler, aus 45 Millionen Wählern machen wir Politiker. Die müssen sich ja jetzt gründlich einarbeiten in den Volksentscheid, um dann sachlich sinnvoll entscheiden zu können. Und diese Einarbeitungsproblematik, die verbunden ist ja mit dem Problem, ja, die Wohlfühlstimme überlässt im Sinne der Arbeitsteilung den politischen Personen diese Arbeit und teilt nur die Auswirkung, den Nutzen der politischen Entscheidung mit. Also quasi das Neue ist, dass die Journalisten und Politiker, dass die Politiksparte, also wenn wir hier mal die Politiksparte haben, ja, die Politiksparte war ja bisher beeinflusst, hier, der Politiker war ja quasi einer Evolution unterlegen, wodurch er sich den Sichtweisen der Lobbyisten und Konzerne immer mehr angepasst hat, so nach dem Motto, wes Brot ich ess, das Lied ich sing, immer mehr angepasst hat, und also Politik für Konzerne und Lobbyisten gemacht hat, letztendlich, statt für Wählerinnen. Ja? Und jetzt durch die Wohlfühlstimme wird also quasi eine Landesregierung sofort abgewählt. Und es gibt noch andere Mechanismen, die man noch einführen kann. Das können Sie alles hier lesen, können Sie alles hier nachlesen in dem Wahlprogramm, im Gesamtparteiprogramm, ja, können Sie das ja alles hier nachlesen. Und also da würde es darauf hinauslaufen, dass ein Politiker, der also weiterhin die Sichtweise der Konzerne und Lobbyisten zur Grundlage seiner politischen Entscheidung macht, innerhalb kürzester Zeit abgewählt wird und die Partei dann auch innerhalb kürzester Zeit, weil sie in den Ranglisten dann ganz unten stehen würde, weg vom Fenster ist,
Während der Politiker, der sich völlig neu orientiert, völlig neue Experten, völlig konzernunabhängige Experten nur noch befragt und so weiter, also aufhört, den Bock zum Gärtner gemacht zu haben, wie bisher, der wird wiedergewählt werden, weil er in den Ranglisten durch die Wohlfühlstimme eine hohe Position kriegt, weil nämlich seine Kunden sind ja die Wählerinnen des zum Beispiel des jeweiligen Bundeslandes, ja. Und wenn sich dort und die Bundesländer sollten dann allerdings auch einen Staatsstatus kriegen, sodass also quasi der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin eines Landes auch gleichzeitig die Kanzlerin des Bundeslandes ist und damit vollständige alles beeinflussen kann, was im Land geschieht, sodass denn eigentlich die Bundesgeschichte irrelevant wird. Das ist aber der Preis dafür, den wir brauchen, um eben, dann würde Frau Merkel eben, hätte jetzt dann die letzten Jahre nicht Deutschland regiert, sondern zum Beispiel, was weiß ich, Baden-Württemberg regiert oder Nordrhein-Westfalen regiert oder Bayern regiert oder was auch immer, ja. Also das heißt, und da die Wohlfühlstimmen der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, das heißt ja, bei den Politikern sind es alle Wählerinnen, da braucht man nicht unterscheiden zwischen Mitarbeitern, weil Mitarbeiter sind auch Wähler, ja. Also die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner lassen sich zusammenfassen bei einem Bundesland als die Wählerinnen, ja. Und die Kunden sind die Wählerinnen. Die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner ist gleich die Wählerinnen, ne? Und dann, wenn der Politiker sozusagen mit lauter nützlichen Wahrheiten, die er von den besten Experten der Welt sich besorgt, so wie das die Partei hier, können Sie sehen, die hat eine Liste, die erste, die hat eine Anfangsliste der Top-Experten der Welt sozusagen zusammengestellt, und diese nutzt, und von daher ist es also so, dass nur die Ministerpräsidenten und zugehörigen Parteien noch überleben, also jemals wiedergewählt werden, und die Ministerpräsidenten, die in der Rangliste zum Beispiel auf Position 16 stehen bei 16 Bundesländern, also zum Beispiel Frau Merkel, wenn sie wirklich gut wäre, würde dann ja auf Ranglistenposition 1 stehen aller Bundesländer und wäre dann die Top-Bundeskanzlerin sozusagen. Und die Ministerpräsidenten, die könnten wir auch umbenennen in Kanzler des Bundeslandes, also Kanzler von Nordrhein-Westfalen, Kanzler von Sachsen-Anhalt oder was auch immer. Und das ist dann leider erstmal auch eine Absage dahin, dass wir sozusagen die Idee der Vereinigten Staaten von Europa vielleicht doch wieder aufgeben müssen, weil wir im Moment nicht die Grundlage hätten, schon eine Kanzlerin von Deutschland mit dem Kanzler von Frankreich zu vergleichen. Also da müssten wir erstmal überhaupt eine Angleichung der politischen Systeme und so weiter ungefähr haben. Wir müssten die Wohlfühlstimme ja in allen europäischen Ländern haben und so weiter. Und da wir das noch nicht haben, müssen wir quasi aus Deutschland ein Europa machen, nämlich da müssen wir die 16 Bundesländer nehmen und dann eben 16 Kanzler in der Rangliste vergleichen mit ihren Parteien sozusagen, zugehörigen Parteien und in den Koalitionen. Und dann können die Wähler sehen, aha, was weiß ich, was weiß ich, Bayern ist das erfolgreichste Land, die Wohlfühlstimmen entwickeln sich am positivsten, die Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten entwickeln sich in Bayern am positivsten oder in Baden-Württemberg oder wo auch immer, ja. Und dann die Koalitionsregierung, aha, da regieren zwei Parteien, was weiß ich, und ein Kanzler. Also die zwei Parteien kann man also wieder wählen und diesen Kanzler kann man wieder wählen und alles andere nicht. Und schon werden alle Politiker immer besser werden, werden immer wahrheitsorientierter, werden immer nützlicher werden und werden immer mehr das Gemeinwohl fördern.
Und wozu brauche ich jetzt dann bitte schön noch andere Volksentscheide? Weil diese Wohlfühlstimme ist ja ein basisdemokratischer Dauervolksentscheid. Nur, dass jetzt nicht die Leute nicht die Qual haben, sich inhaltlich in das Thema eines Volksentscheides oder eines Konsensierungsprozesses einarbeiten zu müssen, sondern sie teilen nur mit, wie es ihnen geht. Ja, zum Beispiel in meinem Leben hat sich in den letzten 3 Wochen ganz viel verschlechtert. Es geht mir deutlich schlechter. Heute geht es mir zum Beispiel sehr viel schlechter als vor 3 Wochen. Und also ich würde dem Bundeswahlleiter jetzt einfach einen Sprung Richtung negativ übermitteln, vielleicht sogar zwei Richtung negativ. Und damit wäre ganz klar, die Person, die bei mir die Lebensverhältnisse bestimmt hat, mein für mich zuständiger Landeskanzler, wird mit meiner Verschlechterung der Wohlfühlstimme belastet, zu Recht, weil er ja mein Leben nicht verbessert hat durch sein Wirken im Lande, sondern mein Leben verschlechtert hat. Jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, die also keine Ahnung von Statistik haben und die dann wieder sagen, ja, aber dass es mir jetzt schlechter geht, liegt doch nicht nur allein an dem Kanzler. Nein, nicht allein, aber vielleicht auch ein bisschen. Ja, und nur auf dieses auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen, kommt das drauf an. Das heißt, wenn die Menschen bessere Wohlfühlstimmen abgeben in Bayern, verglichen mit Nordrhein-Westfalen oder Sachsen-Anhalt, ja, wenn dann in der Rangliste sich abzeichnet, am besten entwickeln sich die Wohlfühlstimmen in Baden-Württemberg, am zweitbesten in Bayern, am drittbesten in und am schlechtesten in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Dann ist es eben sehr naheliegend, dass an diesen Unterschieden ein bisschen eine Rolle spielt, wer der Kanzler und die Landesregierung war. Weil die eben eigentlich das Einzige ist, was die verschiedenen 16 Bundesländer ja unterscheidet. Ja, denn ansonsten ist ja alles im Prinzip gleich geblieben in den anderen Bundesländern. Das Einzige ist, dass das eine Bundesland von der CDU regiert wird, das andere Bundesland von den Grünen regiert wird oder von unterschiedlichen Konstellationen regiert wird. Und da das sich ja da um Millionen von Wählern handelt, ja, dadurch kann man sagen, auf jeden Fall ist ganz dringend zu vermuten, dass dieser Landeskanzler, diese Landeskanzlerin, was weiß ich, in Bayern ganz ordentliche Arbeit macht, und in Nordrhein-Westfalen möglicherweise schlechte Arbeit macht. Und dann wissen wir Wähler, was wir in Zukunft wählen können. Und wir brauchen uns nicht mehr ständig noch einen Zweitberuf zuzulegen, uns nämlich in inhaltliche, politische, komplizierte Themen einzuarbeiten, neben unserer beruflichen Arbeit. Und wir brauchen also quasi jetzt mal die Zeitrechnung. Bei einem Volksentscheid oder bei einem Konsensierungsprozess, basisdemokratischen Konsensierungsverfahren, wo es ja um viele Themen geht, in die ich mich gründlich vorher einarbeiten müsste, um überhaupt was Sinnvolles dazu entscheiden zu können. Also, deswegen ergibt sich dann die Rechnung. Anstatt dass ich also bei dem Volksentscheidmodell habe ich 45 Millionen Wählerinnen mal 10 Stunden Einarbeitungszeit mit zweifelhaftem Ergebnis. Anstatt also so viel Zeit, Arbeitszeit der Gesellschaft zu vergeuden, also 45 Millionen mal 10 Stunden zu verbrauchen, verbrauche ich für die Wohlfühlstimme nur 45 Millionen mal 0,1 Stunden Arbeitszeit der Gesellschaft und damit Lebensenergie der Gesamtgesellschaft, komme also mit einem Hundertstel des Aufwandes am Ende
zu viel besseren Ergebnissen. Von daher muss ich jetzt sagen, irgendwie, wir sollten es so machen, wie es diese Partei will, die Partei hier will oder bis jetzt im Programm stehen hat, natürlich von uns entsprechend beraten, dass wir die Instrumente des Volksentscheides und der Vorwahlen, Mini-Volksentscheide und all dieser Verfahren alle als Optionen jederzeit ziehbar in der Verfassung verankern, dass wir sie eigentlich aber nicht allzu oft brauchen werden, weil wir zu viel besseren politischen Entscheidungen kommen durch den basisdemokratischen Dauervolksentscheid Wohlfühlstimme. Ja, und jetzt, wenn jetzt hier noch jemand sagen würde, ja, aber die Wohlfühlstimme ist ja ein Riesenaufwand und so, immer Zahlen und so weiter. Ja, das heißt, ich muss ja dann überall zum Beispiel alles, was ich will, dass der Bundeswahlleiter auswertet, das muss ich ja mit einer speziellen Bankkarte, die mir vielleicht dann von meiner Bank gestellt wird und einen speziellen Namen hat, zum Beispiel vielleicht den Namen Krankenversicherungseinkaufskarte hat, wo dann auch nicht mein Name draufsteht, kein Bild von mir draufsteht, kein Name, sondern nur eine völlig anonymisierte Zahl. Und nur, es gibt nur eine Stelle überhaupt, wo eine Brücke hergestellt wird. Das kann beim Staat sein, so dass, also es darf auf jeden Fall nur ein und sicherheitshalber noch eine zweite Stelle geben, wo die Nummern auf Papier geschrieben, nicht computerisiert, denn das wäre ja hackbar, sondern ganz physisch auf Papier. Auf Papier sozusagen die Namen und Personendaten per handschriftlichen Eintrag dieser Nummer in Assoziation gebracht werden. Ja? Sodass also daran in diese Papierzentren müsste man also durch mauerdicke Stahlwände müsste man ja einbrechen, um dann an Daten ranzukommen. Weil über Computerweg käme man nicht ran an die Daten. Und dadurch ist das total gut datengeschützt. Und jetzt mal eine bitteschöne Frage. Ein bösartiger Diktator, was würde der denn bitte Negatives anfangen wollen damit, dass ich mich heute schlechter fühle als vor 3 Wochen. Was will er daraus Negatives ablesen und warum will er mir schaden, nur einfach, weil es mir schlechter oder besser geht? Das heißt, ein Diktator, ein bösartiger Diktator kann mit diesen Daten gar nichts Negatives anfangen. Auch wenn er vielleicht da durch die Stahlwände durchkommen würde und da rankommen würde. Aber was will er dann damit anfangen? Oder was will er damit anfangen, dass er erfährt über die Krankenversicherungseinkaufskarte, kaufe ich immer das, von dem ich will, dass der Bundeswahlleiter das auswertet, ob das mir wohltut, dieses Produkt, oder mir schadet. Ja? Zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Nahrungsmittel esse oder im Restaurant esse, also zahle ich nur noch mit dieser Krankenversicherungseinkaufskarte. Für alles andere habe ich noch Bargeld und andere Karten, wie üblich. Aber ich will doch, dass der Bundeswahlleiter auswertet, ob dieses Restaurant tendenziell die Menschen krank macht, ob das generell ein krankheitsförderliches Restaurant ist oder ein gesundheitsförderliches Restaurant ist. Das will ich doch wissen. Und das kriege ich nur raus, wenn ich und alle anderen Kunden alles, was sie in dem Restaurant essen, zu sich nehmen, potenzielle Gifte, die wir zu uns nehmen, oder Infektionen im Sinne von Salmonellen, die wir zu uns nehmen und so weiter, dass wir alle das bezahlen mit der Krankenversicherungseinkaufskarte, mit dieser Zahl drauf, nur der Zahl drauf, und diese Zahl. Und der Bundeswahlleiter hat auch nur diese Zahl und
und so weiter. Wie gesagt, es gibt nur dann gibt nur zwei Stellen in Deutschland, wo auf Papier jemand neben einen bestimmten Namen und seine Adressdaten und so weiter einmal handschriftlich diese Nummer eingetragen hat. Das sind dann vielleicht Tausende von verschiedenen Mitarbeitern des Bundeskriminalamts oder und der Landeskriminalämter, also Polizisten, die sich alle gegenseitig über die Schulter schauen, dass sich da niemand irgendwelche Notizen macht. Aber auch wenn er das machen würde, was könnte er denn für einen Nutzen daran haben? Was könnte er für ein Geschäft damit machen oder welches Geld damit verdienen, wenn er jetzt erfährt, dass ich gestern im Restaurant XY essen war und meine Wohlfühlstimme heute etwas schlechter ausfällt, weil irgendwie vielleicht doch Salmonellen in dem Essen drin waren. Was kann er daraus machen, was mir schaden könnte? Ich kann es mir nicht vorstellen, ja? Also, das heißt, das steht ja in der Verfassung drin, dass Daten erstmals, in der Neuverfassung steht das ja, dass die Daten erstmals ausschließlich zum Nutzen der Menschen verwendet werden dürfen. Ja, aber ich lasse mal gut sein. Ich gehe noch mal kurz zurück zu unserem Ausgangsthema. Also ich fasse zusammen. Die Irrtümer des Dr. Markus Krall und der Grünen und deren Saugefährlichkeit versus oder kontra oder gegen Gemeinwohlökonomien, Gemeinwohlwirtschaft, zum Beispiel GWÖ und GWO. Und ja, und ich hoffe, das habe ich jetzt ausreichend erschöpfend in dieser kleinen wissenschaftlichen Tagesschau heute in dieser Vorlesung unserer Mini-Universität der Next Scientists for Future vom Weltrat geschildert. Und ich kann nur noch mal abschließend sagen, hier, sofort hier hingehen, die kompetente.weepworld.de eintippen und fertig ist. Und da, dann sofort unterstützen, weil da sehe ich die einzige Chance. Ich glaube, die basisdemokratische Partei wird aus den Gründen, die ich auch eben genannt habe, und auch weil sie sich bis jetzt sozusagen das ganze basisdemokratische Partei als ja, unheimlich erschreckend wenig kompetent präsentiert in politischen Dingen, fürchte ich, dass es sich um eine sterbende Partei handelt, die jetzt bei der Bundestagswahl den Anfang ihres Sterbeprozesses erleidet. Ich selbst rufe zwar auf zum Wählen dieser Partei, jetzt bei der Bundestagswahl. Ich selbst bin aber gar nicht mehr so ganz sicher, ob ich meine eigene Wahlstimme tatsächlich vergeuden werde, in den Mülleimer werfen werde, weil ich bin ganz sicher, dass diese Partei ein Ergebnis erzielen wird, das noch weit unter den 5% liegen wird. Also ich rechne mit 2 bis 3% für die Basis. Und das bedeutet, 2 bis 3%, diese Stimmen landen alle im Mülleimer und sind also stärken CDU und die Grünen und damit wiederum stärken genau dieses saugefährlichen Irrtümer, die Habeck da geäußert hat in den letzten Tagen, ne? Also, tschüssi, bis bald.